finden wir Scarecrow? Das waren die letzten Worte in der letzten Folge und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Und wir haben unseren tollen neuen Anzug, haben den in der letzten Folge ein bisschen getestet und ausprobiert. Oh, und jetzt kommt das nächste Gadget. Ich muss beide Antennen benutzen, um die Mikro- und Funkwellen in Gotham zu identifizieren. Alles klar. Ich beide Frequenzen am selben Ort finde, weiß ich, wo Scarecrow sein Toxin herstellt. Okay. Oh, was haben wir da? Oh. Oh, was ist denn da hinten los? Ich glaube, ich hab's gefunden. Die Funk- und Mikrowellenfrequenzen deuten auf Ace Chemicals hin. Dort stellt Scarecrow das Toxin her. Na, was ein Zufall. Jim, ich hab das Angsttoxin zu Ace Chemicals zurückverfolgt. Dort finden wir Scarecrow. Unmöglich. Ich hatte seit Beginn der Evakuierung ein Team dort stationiert. Crane muss sie bestochen haben. Oder Schlimmeres. Tja. Ich bin in der Nähe. Ich werde mit meinen Jungs vorbeischauen. Warte, bis ich da bin, Jim. Ich bin unterwegs. Das ist sehr schön. So, wir haben ein Level Up, haben 3 Punkte, aber wir sparen jetzt erstmal auf die Greifhakenbeschleunigung. So, hier hinten haben wir noch ein Rätsel. Überfüllt. Überfüllt, aufgegeben, die Insassen sind los. Einkerkern konnte in den Wahnsinn. Was? Konnte ich den Wahnsinn niemals groß... Was? Hä? Überfüllt, aufgegeben. Die Insassen sind los. Einkerkern konnte ich den Wahnsinn niemals groß. Okay. So, ist das drin oder ist das... Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir das. In irgendeiner Art und Weise. Überfüllt, aufgegeben. Die Insassen sind los. Einkerkern konnte ich den Wahnsinn niemals groß... Aha. Kein Objekt gefunden. Kein Objekt geortet. Hier unten vielleicht. Nee. Ich werde mich auf keinen Fall Scarecrow anschließen. Ich arbeite gerne für Two-Face. Zumindest die Hälfte. Hey. Nichts gefunden. Okay, hier ist auch nichts. Hast du von dem Kerl gehört, der mit Scarecrow arbeitet? Er ist wohl neidisch auf Batman. Gut, hier gibt's auch nichts, kein Problem. Dann machen wir uns erstmal auf die Suche. Schauen wir mal, Missionswahl. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Ich glaube, wir kommen nur da weiter. Okay. Na dann. Auf zu Ace Chemical. Ah, jetzt haben wir schon die verbesserte Beschleunigung. Wir werden eine Bombe brauchen, um seine Karre auszuschalten. Alle-hoop. Eine Bombe? Bombe glaube ich nicht. So, holen wir mal unser schönes Batmobil. Ja. Gute Frage, was macht die Fledermaus hier? Die Fledermaus! Er verfolgt uns! Die Fledermaus! Los! Kamera wechseln. Ein bisschen rauszoomen hier. Was zur Hölle ist das? Das ist ein Panzer. Deckung! Mach schon! Hihi. Ah, diese Ruckler nerven halt echt, ne? Das ist ein bisschen doof. Aber okay. So, Ace Chemical, wir kommen! Guter. Irgendwas von da drin? Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Scarecrow vorhat. Was zur Hölle? Bewegung!
Bewegung, Bewegung! In Deckung! Wer bist du denn? Zeit zu sterben, alter Mann. Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Okay. Es endet heute Nacht. Das ist doch mal ein Begrüßungskomitee. Ein Freund von dir? Keine Ahnung. Bleib hier. Ich finde das raus. Bleib hier. Na dann, auf geht's. Wollen wir uns das mal anschauen? Das ist ja eine kleine Armee, die der hier hat. Das muss man ja mal sagen. Oracle, wer immer der Kerl ist, er hat eine Armee geschaffen. Ja, hab ich doch gesagt. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt. Einheitliche Insignien bei allen Soldaten. Nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Pack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie planen. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Jo. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Jawohl, machen wir. Da sind 5 Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. Machen wir natürlich. Zugehört! Scarecrow zufolge ist die Reaktion fast abgeschlossen. Die Evakuierung der Anlage beginnt in 10-30 Minuten. So. Es hat also begonnen. Sieht ganz so aus. Den Teil liebe ich am meisten. Leute einfach überrumpeln. Helis kommen vom Horizont angedüst und jagen das Ziel in die Luft. Eins. Wieso bist du dann nicht in einem der Helis? Letztens was Schlechtes gegessen. Sind diese dämlichen Rationen. Fühle mich nicht allzu gut. Ist ja blöd. Genau. Die größte Operation überhaupt. Und ich sitze hier bei einer dummen Chemiefabrik rum und... Zwei. Oh oh. Schnell kann's gehen. Lol. Hä? Ich dachte, den hat die auch erlegt. Ich kann auf das Terminal zugreifen. Na dann, gucken wir mal, wo die Jungs sind. Recht hatte. Datenverbindung aktiv. Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Okay, 5 Leute. Die müssen wir jetzt natürlich finden. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Fall nicht runter. Mädel, du redest hier mit dem Batman. Der Batman fällt nicht runter. Die Häuser werden nur kleiner dann. Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Ist halt jetzt am Anfang viel Sequenzen, viel ich Zeug. Ich konnte etwas vom Funkverkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das solltest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist?
Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Wohl wahr. So, wir haben 5 Herrschaften, die wir befreien müssen. Und das werden wir erstmal tun. Fangen wir mit dem Kollegen hier mal an. Hast du den Ausschlag im internen Router bemerkt? Keine Sorge. Okay, es hat also endlich begonnen. Phase 1 geht los. Ja, Gott sei Dank. Ich habe fast Mitleid mit den Jungs, die wochenlang unter der Erde festsaßen. Ja, schätze, wir sind so. Einmal. Oh. Das gab auf die 12. Ach, das ist so toll. So, hier haben wir einen davon. Oh, der sieht nicht mehr so knusprig aus. Oracle, Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt. Nein, die Schweine. Wir müssen sie aufhalten. Oh ja. Hör zu. Ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Schön. Danke, das ist schon mal Oracle. Gut. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen sie. Alle zusammen. Alle zusammen. Norden! Machen wir mal auf. Das Tor ist offen. Zeit, den Wagen reinzubringen. Jo. Das Haupttor steht auf. Macht euch bereit. Da kommt ein milliardenschwerer Panzer auf euch zu. Wir haben im Innenhof einen Diamondback stationiert. Bei 60 mm Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten nicht schlagen. Doch es wird mehrere direkte Treffer brauchen, um sie zu zerstören. Opa! Oh, mach das mal. Oh Gott. Oh, mach das mal. Ist gleich kaputt. So, Energie haben wir auch gesammelt für die nächste Aktion. Er kam durch den Panzer durch, genau wie Sie sagten. Er sucht nach den Geiseln. Er scheint den Funkverkehr aufs Minimum. Er belauscht uns sicher. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Dann hört ihr das an. An alle Einheiten in Gotham. Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht's raus in die verdammte Stadt und nehmt sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vorgriff habt. Okay. Na Jungs. Sollen wir ihn umlegen? Ach, dürfen wir nicht. Haben Befehl, ihn am Leben zu lassen. Wieso? Wer weiß, wegen das verdammt. Die Wand stürzt ein. Na denn, da drin ist der Nächste. Batman, hilf mir mal. Ja, mach ich. Klar, kein Problem. Ein Glück bist du hier. Oh! Los! Verteilt euch! Na, guten Tag. Du schon wieder. Lass die Waffen auf ihn gerichtet. Wenn er den Anschein erweckt, als wolle er den Raum verlassen, eröffnet das Feuer. Oh, aber nicht aufs Bat-Symbol. Das ist ein kleiner Trick. Dort ist die Panzerung am stärksten. Zielt erst auf die Schwachstellen an den Schultern, dann dorthin, wo die Platten zusammentreffen. Bitte. Hast du was gesagt? Lass ihn aus dem Spiel. Immer die Schwachen und Hilflosen verteidigen. Das mag ich an dir. So vorhersehbar. Deshalb werden wir gewinnen. Wir kennen deine Züge, bevor du sie kennst. Wir wissen, wie du denkst. Okay. Dann weißt du sicher auch, was ich jetzt denke. Natürlich. Du überlegst, wer zur Hölle ist dieser Kerl? Nein. Ich überlege gerade, wen von euch ich zuerst ausschalte. Nur damit wir uns verstehen. Ich habe ernsthaft vor, dich zu töten. Aber vorher will ich dich leiden sehen. Mhm. Haben die Zielpersonen. Sag das Zauberwort und ich bringe es zu Ende. Gotham wird unser sein. Ich würde sagen, flott. Du verstehst nicht. Bei diesem Kerl gibt es... Sag das Zauberwort.
Hallo, meine Herren. Ciao. Oh, kann ich hier was machen mit? Nein, natürlich nicht. Das ist geil. Und hoch und... Das ist spaßig. So, Meister. Sie sind in Sicherheit. Du kennst nicht mal die halbe Wahrheit, Batman. Scarecrow, er war... Bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben das Werk stundenlang betrieben. Sie haben Trucks hergeschafft, Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was sie tun. Er produziert Unmengen von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die gesamte Ostküste bedecken könnte. Wo finde ich Scarecrow? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchziehen wird. Und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich halte ihn auf. Aber erst bringe ich Sie hier raus. Warten Sie beim Batmobil. Okay. Hast du Scarecrow gefunden? Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Hui! Verschwindet von hier. Riegelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Jim, es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf, das weiß ich. Natürlich. Bin ja auch ich. Hallo? Hallo? Halten Sie durch. Ich bringe Sie zu Commissioner Gordon. Oh, die blöde Kacke. Wieso wechselt der denn automatisch hier in First Person? Das ist ja... Läuft. Ach, sowas lieb ich ja. Master Bruce, die ganze Stadt ist voller Milizpanzer. Gotham wurde überrannt. Wenn ich Scarecrows Bombe nicht entschaffe, wird es keine Stadt mehr zu retten geben. Das sieht so toll aus immer wieder. Gute Arbeit. Unfassbar. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Das ist noch nicht vorbei, Jim. Ich gehe die anderen holen. Alle, ja. So. Jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt hier weiter? Ich glaube, ich weiß wie. Hoppala, Entschuldigung. So, wir brauchen diese Rampe. Da oben standen, glaube ich, noch Jungs, oder? Kann das sein? Ja. Batman, es ist Batman! Schlag ihn nieder! Toll. Ach Kacke, was seid ihr denn für Jungs? Ihr seid ja komische Gesellen. Sodale. 1800 EP. Level up. Level up. Dankeschön. So, wir werden jetzt hier mal ein bisschen mit dem Kran arbeiten. Okay. Unverlassen. Ja, Stufenanstieg, wissen wir doch. 4 Punkte bringen uns aber noch nichts.
so, was? Schubdüsen. Ach. Alle verbleibenden Einheiten. Evakuierungen T-20. Die Drohnen haben Feindkontakt. Jetzt ist eine gute Frage. Hallo, meine Herren. Und weg. Ja, das war ja einfach. Das war ja einfach. So, jetzt ist die Frage. Explosivgel. Okay. Das kennen wir auch schon. Gibt wieder das klassische Bat-Symbol. Und ui, das knallt aber ordentlich, ey. Halleluja. So, oh, hier liegt der nächste. Jetzt sind es schon zwei tote Arbeiter. Ich hätte das verhindern sollen. Batman, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast, also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Nein. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben. Wenn der Batman sagt, das kann nicht warten, kann das nicht warten. So sieht es aus. Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann dir helfen. Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe. So, wir suchen uns also jetzt nach und nach einen Weg hier rein. Okay. Da ich das alles schon mal gemacht habe, kann ich ungefähr noch dran erinnern. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, dass ich das jetzt hier nicht so so viel hier rumrätseln muss. Toter Nummer 3. Diese Tiere werden dafür bezahlen. Diese Tiere. Wir werden sie aufhalten. Das machen wir doch immer, oder? Natürlich. Natürlich. So, also ab hinein nach Iskömmekul. Brauchen wir wieder das Batmobil. An alle Bodeneinheiten. Auch das Island ist unter Kontrolle. 8 Türme und Checkpoints sind voll betriebsfähig. Ich will Kampfeinheiten auf ihr gar nicht sehen. Eine Drohne in jeder einzelnen Seitengasse. So, das Batmobil ist jetzt mal Aufzugsmotor. Wir ziehen uns jetzt hier schön den Aufzug hoch. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Verdammt. Fuck, 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 fuck. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Hallo? Ach Gott, jetzt zieht das, dauert das wieder so ewig. Bis der wieder da ist. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Ja, ist ja gut. So, also rein da. Fernsteuerung wieder. Und noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Nach vorn. So, unten angekommen. Oh. Hey du, auf die Füße. Hier lang, los. Nein, bitte. Ich sagte Bewegung. Uiuiui, was haben wir denn hier? Nimm deine
Scheiße. Okay. Achso, warte mal, jetzt muss man gucken. Ich kann den Techniker nicht hier lassen. Ja, will ich doch gar nicht. Achso, warte mal, hier geht's hoch. Oh. Hier geht das hoch. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Haha, Gitter ziehen, das kennen wir alles schon. Wunderbar. Die Grafik ist auch geil. Auch wenn das hier nicht unbedingt die größten Grafik- oder besten Grafikeinstellungen sind. Oh, warte mal, jetzt hier. Multi-Angst ausschalten. Geht los, Jungs. Wo ist denn hier der Ninja? Gut, fangen wir mit dir erstmal an. Ach Jungs, was soll das denn? Und weg. Oh, das war einfach. Dieses Kampfsystem ist halt einfach so geil. Schon gut. Sie sind sicher. Du kommst zu spät. Wir sind so gut wie tot. Du weißt von der Bombe, nicht wahr? Wo ist er? Ich habe gehört, er sei in der zentralen Mischkammer. Du weißt, was das heißt. Er bereitet die Freisetzung des Toxins vor. Ich habe gesehen, was es mit den Leuten anstellt. Wenn das Gas entweicht, dann gibt es Chaos. Das lasse ich nicht zu. Warten Sie beim Batmobil, ich bringe Sie hier raus. Jim, der zweite Arbeiter ist gerettet. Ich komme zu dir. Was ist mit Scarecrow? Er ist in der zentralen Mischkammer. Sobald die Techniker sicher sind, schnappe ich ihn mir. Ist es so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Aber ich stoppe ihn. Du hast mein Wort. Was, wir jetzt erst den Kerl rausbringen, oder was? Ist doch ein Scherz, oder? Oh, na klasse. Oh Gott. Muss ich erst den Typen rausfahren? Ey. Wie machst du das? Gibt's doch nicht. Ich bin nur froh, hier rauszukommen. Na gut. Dann werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge rausfinden, was der gute Scarecrow da unten so treibt. Fernsteuerung beenden. Och nö. Husch mal schnell rein, bitte. Alfred. Hab ich gesehen, Sir. Erstes Geldsignal, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird. Waffensicherung deaktiviert. What the fuck? Alter. Blöder Hubschrauber. Ja, ist ja gut jetzt. Mein Gott. Ey, was ist denn mit meinem rechten Stick los hier gerade? Oh oh. Oh oh. Ah. Du hast dein Wissen noch nicht verloren. Alter Schwede. Schnell den Schuh. Na, Jungs. Alter, der geht ja gar nicht, der Typ. Ich wünschte, ich könnte dabei sein. Doch da würdest du dich nur zurücknehmen. Au, 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 au. Oh Mann, halt die Klappe jetzt, Kerl. Ist ja schlimm.
Jetzt hau da aber die Salve raus, ey. Und? Pech. Scarecrow bereitet die Bombe in der zentralen Mischkammer vor. Ich brauche einen Weg rein. Und zwar jetzt. Ich arbeite dran, aber es wird ein paar Minuten dauern. Finde ihn, Barbara. Geduld ist eine Tugend. Schon mal gehört, oder? Anscheinend nicht. Du bist ja witzig, Mädel, ey. Es geht hier gerade um Leben und Tod und du kommst hier an mit Geduld. Fass ich ja nicht. So, wir haben den zweiten Arbeiter abgeliefert. Diese beiden hatten Glück. Scarecrows Männer haben die anderen Arbeiter getötet. Mistkerle. Mistkerle. Bring sie aufs Revier, aber sei vorsichtig, Jim. Die Miliz ist überall in Gotham. Was willst du machen? Ich werde Crane zeigen, was passiert, wenn er sich mit meiner Stadt anlegt. Jo, so sieht's aus. Und was da passiert, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Aber ich denke, es wird hier recht interessant noch werden, Access Chemical. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ihr netten Zuschauer. Oh Gott, das war super schlecht gerade. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo, haut rein, macht's gut und lasst einen Kommentar da. Bis dahin und tschüss.